Hallo und herzlich willkommen bei Hooked Live, einer kleinen spontaneren Runde Hooked Live mit Animal Crossing New Horizons und Happy Home Paradise. Ich will mal mit euch zusammen in ein paar der neuen Animal Crossing-Inhalte reinschauen. Guten Tag an alle, die gerade im Chat sind. Schön, dass ihr dabei seid. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend auch an alle, die das in der Aufzeichnung schauen. Freue mich auch, dass ihr eingeschaltet habt auf Time to 3 oder auf Twitch. Und ich freue mich auch sehr auf das, was wir gleich spielen werden. Denn es ist mehr Animal Crossing und zwar richtig viel mehr Animal Crossing. Ich habe gestern Abend schon einmal in das Update 2.0 reingeschaut. In Happy Home Paradise habe ich noch gar nicht reingeschaut. Ich habe heute auch noch gar nicht meine Insel besucht. Das heißt, wir bekommen auch gleich Isabels bzw. Melindas Begrüßung. Das vielleicht auch als Information. Ich spiele das Spiel selber immer auf Englisch, bin also die ganzen englischen Namen gewohnt, also Brewster und Isabelle und so. Ich habe es jetzt aber mal auf Deutsch gestellt für den Stream, damit wir hier die ganzen deutschen Texte haben und sowas. Finde ich immer noch ein bisschen seltsam, dass das alles so individuell gestaltet ist mit den Namen und so weiter. Und ja, wir haben mehr Animal Crossing. Wir haben gestern Elden Ring Gameplay bekommen und es sah sehr toll aus. Es ist gerade sehr spannend. So, er lädt jetzt hier noch einmal. Ich glaube, weil der sich immer wieder resettet mit diesem Intro-Dings. Genau. Und ich finde übrigens sehr bezeichnend, dass es regnet. Ich will einen Stream machen mit Animal Crossing und es regnet in Animal Crossing. Ich glaube, es war schon beim letzten Mal so. Ich habe auch schon dieses Ding hier, ne, diese 101-Tipps installiert. Und da bekommt man so kleine Ladezeiten-Hinweise, was ich sehr süß finde. Weil man kann jetzt alles Mögliche neu machen, Chat. Alles Mögliche. Das mit den Fotos, was hier steht, dass wir in die Ego-Perspektive können. Brewster muss ich erst noch finden, scheinbar auf einer Insel, die ich ja jetzt auch neu bereisen kann mit Cap'n. Und dann wird man jetzt besucht von Dorfbewohnern und ach, das ist alles so aufregend. Das ist wirklich ein bisschen so, als hätte man so ein richtiges Add-on bekommen. Und wir bekommen ja dann auch noch das tatsächliche Add-on mit Happy Home Paradise. It's a lot. Hallo, liebe Bewohner. Es ist Freitag, der 5. November. Blablabla. Hier nun das Neueste für heute. Ab heute geht auf der Insel die Nachteulenverordnung. Da siehst du, ah shit, nee, aber es müsste jetzt schon alles offen sein. Die Läden schließen jetzt später. Das dürfte vor allem diejenigen freuen, die tagsüber viel zu tun haben. Das habe ich nämlich gestern direkt schon eingerichtet, dass ich die Nachteulenverordnung habe, weil ich auch oft Animal Crossing erst am Abend spiele. Und dann hat irgendwie schon Timmy und Tommy haben schon ihren Laden zugemacht, Nepp und Schlepp. Und damit mache ich mich wieder dran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Tschüss. So. Ich staune ja, dass sie nicht direkt was sagt zu Happy Home Paradise oder kriege ich das jetzt als Post? Und ich habe mal eine der neuen Frisuren ausprobiert, wie ihr seht. Oh, mein Nook-Phone klingelt. Hallo Tom. Ist der Ton eigentlich okay oder soll ich noch ein bisschen lauter machen? Oh, bei mir ruckelt gerade OBS. Ich hoffe, der Stream ruckelt nicht bei euch. Das kann auch mit. Lass mich mal kurz was checken. Ich muss mal kurz was Technisches checken. Nee, wir haben mehr als genug Platz hier. Die FPS spinnen, ja. Ich weiß auch nicht, was der Stream hier gerade hat. Bei mir laggt es ziemlich. Okay, wir müssen mal gucken, ob sich das fängt. Hört ihr mich aber noch? Also laggt auch der Ton oder laggt nur das Bild? Hast du gerade viel zu tun? Ich würde dir nämlich gerne eine Besucherin vorstellen. Entschuldige den Überfall, aber könntest du dich zum Flughafen begeben, um dich mit ihr zu treffen? Stream ruckelt aber nur das Bild. Hören geht 1A. Okay, das ist ja strange. Es liegt bestimmt an der Aufnahme, die parallel passiert. Ruckelt's immer noch? Chat. Weil jetzt ist bei mir wieder alles halbwegs flüssig. Ist jetzt die Frage, ob das ein Dauerzustand wird. Also wir sollen uns am Flughafen mit jemandem treffen. Ja, ruckelt immer noch. Was ist denn jetzt los? Ich habe nichts verändert, ne? Wir haben ja gestern erst gestreamt, da war alles okay. Ach, das passiert auch automatisch. Warte, lass mich mal das ausprobieren. Ruckelt immer noch. Ich mache mal die lokale Aufnahme aus. So, Stopping Recording. So, wie sieht's denn jetzt aus? Carlotta, erlaube mir, dir Tom vorzustellen. Oh, hallo, ich bin Carlotta. Ich habe vor einiger Zeit schon mal mit Herrn Nook zusammengearbeitet, vor dem großen Inselprojekt hier. Ja, ich habe auch das hier gerade parat, Happy Home Designer für den 3DS. Da hat man sie schon einmal
kennengelernt. Saved, jetzt läuft's. Okay, dann ist es wirklich die lokale Aufnahme gewesen. Das ist seltsam, weil wir nehmen auf einer SSD auf. Das sollte eigentlich gar nicht die Performance beeinträchtigen. Aber gut, danke für das Feedback, Chat. Das war jetzt relativ easy zu lösen. Ich glaube, das ist ein OBS-Ding. Ja, ja, Carlotta hat Talent. Sie wird mit allem fertig, vom Grundriss bis zum Innendesign. Und darum leitet sie auch ihre ganz eigene Ferienhausagentur, und zwar aufs Bravouröste. Bravouröseste stand da sogar. Ach, vielen Dank, Na, aber ich hatte ja auch mit dem besten Lehrer, den man sich für sowas wünschen kann. Es klappt auch alles ganz prachtvoll. Das neue Büro ist eingerichtet, wir sind startklar und warten nur noch auf Ferienhaus-Interessierte. Nur einen Kopf Verstärkung könnte unser Team noch brauchen. Jemand Ambitioniertes, Kundenorientiertes. Und als ich das Herrn Nuck erzählte, da meinte er, er wüsste da genau den Richtigen. Na, klingelt's? Mit anderen Worten, sie braucht deine Hilfe, Tom. Habe ich dir nicht so gesprochen? Als sie damit zu mir kam, dachte ich sofort an dich. Schließlich ist dein Haus eine wahre Augenweide. Auch andere könnten von deinem Talent profitieren, nicht, oder? Ich überlasse natürlich alles dir und Carlotta, doch mein Gefühl trügt mich selten. Ja, ja. Dieser Empfehlung von Herrn Nuck kann ich kaum widersprechen. Eine Zusammenarbeit würde mich freuen. Wir haben vor Ewigkeiten mal zusammen Animal Crossing gespielt, Leute. Das ist jetzt schon wieder über ein Jahr her, glaube ich. Da hatten wir auch ein paar Streams für New Horizons und davor habe ich auch mal Let's Go to the City gespielt, irgendwie für zwei Streams oder so. Dein Weg zu uns wäre nicht weit und ich zahle ein großzügiges Gehalt. Was meinst du? Hättest du Interesse, Tom? Ich bin mir noch unsicher. So eine Stelle als waschechter Ferienhausfachmann läge dir sicher ganz vortrefflich, Tom. Kann ich nochmal sagen, ich bin mir unsicher? Wir können das Ganze ja erstmal im kleineren Rahmen versuchen, als Schnupperstelle quasi. Jedenfalls würden wir uns riesig über dich freuen. Die anderen warten schon ganz gespannt. Ach, jetzt habe ich keine Wahl mehr. Ja, ich mach's. Super, ich freue mich. Lass mich rasch alles Nötige vor Ort klären. Ich bin schon mal unterwegs. Wir sehen uns dann dort, ja? Okay, tschüss. Ich habe auch ein paar Amiibos hier zurechtgelegt, falls wir die gleich brauchen. Ich habe allerdings nur... Ich habe zwei offizielle Animal Crossing Amiibos und dann noch den hier von Smash, der Villager. Na, da hast du ja aber so richtig den Tag versüßt, der Guten. Unser Flughafen hat immer einen Flieger auf Bereitschaft, wenn du Carlotta besuchen möchtest, nicht, oder? Sag einfach am Schalter zur Arbeit gehen und schon ist alles geritzt. Soweit, so gut. Bis bald mal, Tom. Tschüss. So, aber jetzt kann ich ja erstmal so ein bisschen die Gegend checken. Ein paar der täglichen Updates abholen. Und ich würde auch gern wissen, oh, heute ist so ein richtiger Sturmtag. Holy shit. Kann ich auch mal meine Dorfbewohner zeigen. Zum Beispiel Anka, die mag ich sehr. Die heißt Cleo im Deutschen, das ist auch gut zu wissen. Oh Tom, wie schön, dass du dir Zeit nimmst, mich zu begrüßen. Miau. Manches tut man, weil man es tun will. Anderes tut man, weil man es tun muss. Aber man sollte nicht vergessen, von Zeit zu Zeit auch einmal überhaupt nichts zu tun. Sie hat einen tollen Schirm. Nee, wollte noch anders sagen. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, diese Art Stadt habe ich euch noch nicht gezeigt. Ich glaube, euer letztes Update von meiner Insel ist schon eine Weile her, deswegen mache ich hier mal, das geht auch relativ fix, weil ich das alles auf einen Ort konzentriert habe. Die Box hier habe ich gestern erst gebaut, so eine Spendenbox. Ich glaube, es ist vor allem dafür da, dass man im Multiplayer Leute bezahlen kann. Weil ich habe meine ganzen Dorfbewohner-Sachen alle so zueinander geholt. Hier so ein kleines, sieht jetzt natürlich im Regen nicht alles so schön aus. Stellt euch das im schönen Sonnenschein vor. Hier so ein kleiner Park. Das ist mein Haus. Ein bisschen maritim eingerichtet. Check mal die Post. Ich hatte mir gestern so ein paar Sachen bestellt. Oh, jawohl. Stocklaterne. Nux Mein Programm. Genau. Die nehmen wir uns mal alle. Ups. Die nehmen wir uns mal alle raus. Seht ihr, ich weiß jetzt nicht mal, welcher meiner Dorfbewohner Rüdiger ist. Ich bin schon die ganze Zeit in den Fingern gejuckt, dir eine Karte zu schreiben. Jetzt habe ich eine geschrieben, aber sie jucken immer noch. So, hier auch immer mit so kleinen hier so Strommasten und ein paar Automaten, damit das so ein bisschen nach Stadt aussieht. Das war so der Gedanke. Diesen Teich hier habe ich erst vor kurzem hinzugefügt, weil ich das ganz süß finde, wenn die dann direkt
hier stehen und ein bisschen angeln. Kleiner Leuchtturm. Und wie ihr seht, alles sehr nah beieinander, gut zu erreichen. Sieht dann auch auf der Map ganz lustig aus, weil es halt wirklich so ein kleines Städtchen ist. So. Hier, wie ihr seht, alles beieinander. Und da seht ihr auch mal die Dorfbewohner. Das hier ist der neueste Zugang. Oh, Chivi. Der heißt Nox im Englischen. Und ist ein Ritterhühnchen. Und Ritterhühnchen ist ja wohl mal hervorragend. So, ich hatte jetzt gar nicht nochmal gefragt, Chat, passt das mit dem Ton jetzt vom Spiel? Also hört ihr das Spiel laut genug? Das wäre noch gut zu wissen. So, was haben wir jetzt bekommen? Das seht ihr, ich habe gestern eine Vogelspinne gekauft. FHA-Foto. Ach süß, von denen hat man ein Foto bekommen. That's cute. So, dann haben wir die Laterne. Zum in die Hand nehmen. Genau, und dann den Hydranten. Und den Pavillon habe ich mir gestern noch geholt. Ich weiß noch nicht so ganz, wo der Hydrant hin soll, aber irgendwo in meine Stadt könnte der schon passen. Ich habe ja hier auch so einen Gullideckel, wo ich erst relativ spät rausgefunden habe, dass man die so süß individualisieren kann. Ja, Nox mit K sogar noch vorne dran, Miss Cleo. So ritterlich. So, aber die lassen wir erstmal hier. Und was ich gestern auch direkt gebaut habe, was ich hervorragend finde, weil man das auch direkt voll ausnutzen kann, ist dieser Holzlagerschrank, der dafür da ist, damit man sich irgendwo auf der Insel einfach so ein Lager bauen kann, ne? Also ich möchte jetzt hier etwas wegpacken. Und dann kann ich direkt sagen, so, den ganzen Kram, das hier auch, das packen wir jetzt einfach mal weg. Und dann kann ich das ja einfach wieder mitnehmen. Das ist ja... Irgendwie ist die Spielmechanik ein bisschen kaputt dadurch, oder? Ich habe ja dadurch quasi mein Inventar erweitert auf das alles, was ich im Haus auch habe. Und das Haus habe ich auch schon den Storage erweitert, dass ich da jetzt 5000 Items oder wie viele es waren, lagern kann. Stimmt, und Yoga kann man jetzt hier auch noch machen, das habe ich auch noch nicht gemacht. Aber lasst uns mal nach Brewster gucken. Ich möchte mal eine dieser Reisen machen mit Cap'n. Weil das hat mich gestern auch so ein bisschen verwirrt. Ich hätte ja gedacht, Brewster ist einfach da und das Café ist einfach da im Museum. Oh, hier ist ein Item, das man zurückbringen soll. Aber dann wurde mir gesagt von Eugen, dass man den erstmal auf einer der Inseln suchen muss. Arr, bereit für einen Ausflug? Hin- und Rückfahrt für nur 1000 Meilen. Das ist auch krass. 17.000 Meilen habe ich jetzt gerade. Gestern waren es, glaube ich, noch über 50.000 oder über 40.000. Die Meilen gehen sehr schnell nach unten mit den neuen Sachen. Was ich aber gut finde, also die Währung wird einfach wieder ein bisschen relevanter. Die war ja, nachdem man so diesen initialen Aufbau hinter sich hatte, ging es mir zumindest so, dass ich Meilen nicht mehr so sehr brauchte. Das hier ist auch super drollig. Das ist auch schon in New Leaf gewesen. Das Leben ist nicht mehr als ein Kompromiss. Unfälle kommen zuhauf, aber gib nicht auf. Neben dem Unglück und Schmerz, neben Dummheit und Kommerz, segeln wir quer übers Meer auf der Suche nach Liebe und Herz. Ach, ist das nicht schön? Was, 210.000 Meilen? Wie hast du das denn geschafft, Busy? Holy shit. Ich habe halt letztes Jahr nach Release ein paar Monate gespielt, so bis zum Sommer, und dann habe ich sehr lange nicht gespielt. Und erst jetzt die letzten Monate wieder aktiv so richtig angefangen. Also ich hatte auch eine ganze Zeit lang Pause von New Horizons aus verschiedenen Gründen. Deswegen habe ich das jetzt nicht wirklich die ganze Zeit gespielt. Sonst hätte ich sicherlich auch mehr. Aber 210.000 erscheint mir schon sehr viel. Ach, hier haben wir auch mal Sonnenschein. Da wären wir. Ich liege hier vor Anker, falls du Werkzeug brauchst oder die Segel nach Hause setzen willst. Oh, guck mal. Oh, da ist er. Oh.
seiner Klamotte, oh mein Gott. Gut, dass ich meinen Sprungstab immer dabei habe. Ja, genau da wollte ich hin, holy shit. Ach, hier hätten wir auch rüberhüpfen können. Oh, wie gut sieht er denn gerade aus? Komm mal ins Licht, Brewster. Holy shit, da können wir direkt mal... Wartet mal. Ups. Können wir direkt mal das neue... Nee, falsche Taste. Oh nee, du musst mal wieder vor uns laufen. Brewster, komm mal her jetzt. Man kann halt die Kamera nicht drehen, weil die Spielwelt so nicht funktioniert. Man darf in der Animal Crossing Spielwelt nicht nach hinten gucken. Oh, perfekt. Ja. Guck mal zu mir jetzt. Wie nah man jetzt an alles ran kann. Das ist auch so ein bisschen eine Horror-Verfolger-Perspektive. So, reden wir mal mit ihm. Bist du auch hier, um nach Gyroiden zu suchen? Kennst du einen Kofi? Ob ich ihn kenne? Du stehst direkt vor ihm. Womit kann ich denn helfen? Eugen schickt mich. Das ist ja hervorragend. Aha, verstanden. Bitte richte ihm das in meinem Namen aus. Noch etwas. Ich soll ihm verstanden ausrichten, oder was? Das ist für dich, wenn du magst. Ein Gyroid-Fragment. Ich sag mal Gyroid. Sagt man im Deutschen Gyroid? Weiß ich gar nicht. Einpflanzen, wässern und ein wenig warten. Am nächsten Tag wächst dann etwas. Gyroiden wachsen nach dem Einpflanzen sehr schnell. Wie Bambus. Also, bis zum nächsten Mal. Richte Eugen meine Grüße aus. Das war's? Du sollst mitkommen. Mögen wir uns bald wieder treffen auf deiner Insel. Oh, jawohl. So, dann können wir ja hier auch mal die Gelegenheit nutzen. Und wahrscheinlich noch mehr Fragmente ausgraben. Jetzt kapiere ich den Namen Kofi erst. Brewster ist so viel besser. Ja, ich finde es mal so. Also, ich habe ja gar nichts gegen die deutschen Namen. Ich bin jetzt einfach die englischen schon so gewohnt. Aber es ist... Also manchmal gehen auch Witze verloren, das stimmt schon. Und das mit dem Angeln ist ja jetzt auch nochmal relevanter geworden. Oh shit, habe ich mir überhaupt eine neue Angel gekauft? Nee. Mir ist gestern meine Angel kaputt gegangen. Ich habe mir keine neue gekauft. Beziehungsweise, wartet mal. Kann ich den Schrank auch hier hinstellen? Nee, man kann das hier nur ablegen. Wir können uns unten eine natürlich noch holen. Aber man kann ja jetzt auch Sachen kochen und so. Oh, das nehmen wir uns auch mal mit. Und dadurch haben auch die ganzen Fische wieder eine ganz andere Relevanz. Es ist ganz interessant, wie sie da nochmal Sachen rekontextualisieren in dem Spiel. Baumstammbett. So. Lass uns das mal abholen. Ich meine, wir können auch eins basteln, aber... Ich hole mir jetzt mal hier einfach ganz fix eine Angel. Das geht ein bisschen schneller. Und ich will ja nur ein paar Fische fangen. So. Ist doch so eine schöne simple Angel. Vielleicht kriegen wir auch direkt einen neuen, dann seht ihr das mal mit dem Rezept, das dann aufploppt. Oh ja, ich glaube, da müsste einer kommen. Ja, diesen Fisch lässt sich bestimmt etwas Leckeres kochen. Na klar, da fällt mir direkt ein Rezept für ein. Dann kann man sich das hier angucken. Ach, das ist das Bett, was wir gerade bekommen haben. Und dann können wir das hier machen. Ein Kaiserschnapper, eine Tomate und eine Teppichmuschel. Ach, seht ihr, das ist auch noch das Ding. Bei Harveys Insel hat man ja jetzt auch die neuen Händler und sowas, die man bezahlen kann, damit die da hinkommen. Da habe ich gestern schon das Ding bezahlt, damit Live da hinkommt, der die ganzen Pflanzen anbietet und so. Gerade weil ich halt dann auch ein paar Felder errichten möchte. Da können wir gleich auch mal vorbeischauen. Und dann gucken wir uns auch mal Happy Home Paradise ein. Ein Neonsalmer. Für den haben wir jetzt kein Rezept gefunden. Aber gut, das kann ich auch wann anders mal machen.
Mir ging es jetzt vor allem darum, dass wir mal Brewster finden. Ich schätze mal, dass der dann einfach morgen oder so dann zur Insel zurückkommt. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe mir, nachdem das angekündigt wurde, in der Animal Crossing Direct nicht nochmal groß was angeschaut, wie genau das dann alles funktioniert. Aber dieses Entdecken macht schon sehr viel Spaß. Ich hatte gestern auch sehr viel Freude, einfach so von einem neuen Element ins nächste zu stolpern, wo du dann wirklich ins Haus gehst und einfach nur gerade was umbauen willst und dann kommt einfach jemand rein von den anderen Bewohnern. Das ist schon süß. Und das hier ist halt auch süß. Schon mal geträumt? Du träumst, dass du träumst? Verrückt. So, ich habe noch nicht ausprobiert. Kann man die auch wieder skippen, die Dinger hier? Oh. Was ist los? Du findest einen Tisch. Ach so, ja, okay. Man kann skippen. Man konnte auch irgendwie kleine Emotes machen gerade. So. Dann checken wir einmal Half's Island, würde ich sagen. Und gucken mal nach den Plants. Gott, wie es hier gerade aussieht. Apokalyptisch. Kairo, sehr gut. Das Café macht übermorgen auf. Ist das generell so oder macht er einfach zwei Tage, nachdem man ihn findet, auf? So, genau, zu Half's Island wollen wir. Zumindest, ich weiß nicht, wie er im Deutschen heißt. Ach so, wie aufregend. Wann immer du dorthin fliegen willst, sag einfach zur Arbeit gehen. So, was kann ich für dich tun? Nee, ich möchte vorher, das machen wir auch gleich noch, aber ich möchte vorher zu Harveys Insel, genau. Hast du, was du brauchst? Ja, ja, ja. Hier haben sie natürlich, an diesem Prozess haben sie jetzt nichts allzu sehr abgekürzt. Und ich musste gestern dann auch feststellen, weil ich bin erst mit Captain auf eine Insel gegangen, auf eine neue. Und danach hat mir Eugen das gesagt mit, ach übrigens, Kofi Brewster ist auf einer dieser Inseln und dann konnte ich nicht mehr, weil man das nur einmal am Tag kann. An diesem Ort war ich vorher sehr, sehr selten. Weil dieses Fotoding habe ich kaum gemacht, aber der Ort selbst ist eigentlich super cute. So. Ach, schaut, da ist direkt... Oh, ist das süß. Oh, guck mal, der... Oh, hu, hu. Oh, da können wir direkt auch mal in die Ego-Perspektive. Oh, ist das drollig. Und die unterhalten sich auch gerade. Das finde ich krass, eigentlich, wie gut die Sachen noch aussehen, selbst wenn man so nah ranzoomt. Und ich finde das halt auch so fantastisch, dass man jetzt hier so durch die Welt laufen könnte. Wenn man zurückgeht, muss man zwar immer so ein bisschen rückwärts laufen, aber es geht. Und dann kann man halt auch noch Stativkamera machen, dass ich sagen kann, ich stelle das jetzt da ab und stelle mich hier so daneben. Und dann kann man Fotos machen. Das ist eine sehr schöne Funktion. Hey du, ich stell dir mal einen alten Kumpel von mir vor, das ist Gerd. Er hat die grünsten Daumen, die du je sehen wirst. Und er macht hier eine Gärtnerei auf. Hat er überhaupt Daumen? Ach ja, Harvey. Und ich, wir kennen uns. Wie geht's dir, Tom? Wenn ich nicht mit meinen Pflanzen und Samen auf Nook bin, findest du mich hier. Ist das nicht dufte? Mit etwas mehr Grün sind wir alle so fröhlich wie Gerds Pflanzen, oder? Ich hoffe, du findest alles, was du brauchst, damit so richtig Leben auf deiner Insel herrscht. Also schau dir an, was er im Angebot hat. Und hab Spaß. Wir sehen uns. Tschüss. Das ist auch so toll. Er kommt hier an und sagt erstmal, ja, übrigens, du musst hier ganz viel Geld bezahlen. Schön, dich zu sehen. Ich freue mich riesig, dass ich hier auf dieser Insel meinen eigenen Laden eröffnen durfte. Neben einer größeren Auswahl von Setzlingen biete ich Kunden nun auch einen Unkraut-Jät-Service an. Danke nochmal für deinen Besuch. Ich will vor allem Gemüse. Neben Blumensamen und Büschen verkaufe ich nun auch Gemüsesetzlinge. Ähnlich wie Kürbisse wachsen auch Gemüsesetzlinge ohne dein Zutun.
Aber solltest du eine besonders reiche Ernte anstreben, solltest du sie lieber täglich gießen. Diese bezaubernden Blumensamen und sensationellen Setzlinge, das ist ein sehr schöner Satz, kannst du heute bei mir erwerben. Oh, jawohl, wir haben Karotten und Weizen, das ist schon mal sehr gut. Wie viel kann ich denn davon auf einmal holen? In 5er-Packs. Da holen wir uns mal direkt welche, weil damit können wir uns dann auch Mehl machen, was wir dann auch brauchen für viele der Rezepte zum Kochen. Und die, das, was man kocht, kann man ja zum Beispiel auch seinen Dorfbewohnern schenken. Du musst, glaube ich, nochmal gleich mit Eugen reden. Ja, ja, das machen wir auch noch. Das ist ein guter Hinweis. Nicht, dass ich das vergesse, aber ich hätte heute sowieso noch mit Eugen geredet. So, dann nehmen wir uns auch noch ein paar Karotten. Das finde ich halt schön, dass man jetzt einfach täglich zu denen kann, was vor allem relevant ist bei so jemanden wie den Kunsthändler. Weil der, also da habe ich das Gefühl, den treffe ich fast nie im regulären Animal Crossing. Genauso wie Celeste. Celeste habe ich auch das Gefühl, die kommt fast so selten auf meine Insel oder ich verpasse sie dann immer. So, ich mache mal 15 von jedem. Da kann man sich ein schönes kleines Feld mit anrichten. Oh, ups. Nein, ich wollte noch Karotten. Und den Unkraut Jezos könnte ich eigentlich auch mal in Anspruch nehmen. Wobei ich neulich ganz viel nochmal manuell rausgezogen habe. Das hätte ich mir eigentlich sparen können. Ja, Fapu Stardew hat ja bei mir nie so richtig funktioniert. Deswegen ist das für mich dann hier nochmal ein bisschen... Fühlt sich für mich dann nochmal ein bisschen neuer an. So, da haben wir jetzt einiges. Das ist schön. Wie wäre das denn mit dem Unkraut Jetzt? Was will er denn dafür haben? Bisher habe ich Unkraut immer nur angekauft. Das ist weniger schweißtreibend als es selbst zu jeden. Ist doch ein Klacks. Ist das so? Ja, aber zeitaufwendig ist es allemal. Und denk doch nur an meinen Armrücken. Nee, deinen Armrücken. Daher freut es mich umso mehr, dir meinen neuen Unkraut-Jet-Service zu präsentieren. Deine Insel wird durch unschönes Unkraut verschandelt? Kein Problem, ich komme vorbei und jet für dich. Doch handelt es sich dabei um harte Arbeit und die will entsprechend vergütet werden. Aber er feilt schon um den Preis, wenn dafür die eigene Insel im Nu wieder gepflegt aussieht. Oh, oh. Zudem landet jedes gerupfte Unkraut in der Krimskramskiste und du kannst damit anstellen, was du willst. Brauchst du mich... Buchst du mich für diesen Service, garantiere ich dir eine unkrautfreie Insel bereits am Folgetag. Auf deiner Insel gibt es noch gar nicht viel Unkraut. Warte lieber ab, bis es mehr für meine Arbeit gibt. Wenn die Situation außer Kontrolle gerät, entferne ich das Zeug für 100.000 Sternis. Melde dich dann. Kann ich vielleicht sonst noch was für dich tun? Ja, okay. Seht da, er sagt direkt selber, ist doch gar nicht nötig. So, wen machen wir denn jetzt als nächstes? Wir haben ja auch Tortimer, den man auch noch aus New Leaf und den Vorgänger Animal Crossings kennt. Genauso wie Rhys und... Das andere Schaf. Willkommen. Hast du Lust darauf, dass ich dich umstyle? Ich habe früher mal als Friseurin gearbeitet. Meine Schere ist noch scharf und mein Style ist es auch. Ich würde so gerne ausprobieren, was ich mir überlegt habe. Na, was meinst du? Da bin ich dabei. Das wäre ich gern. Dann setze ich ruhig schon mal auf den Stuhl. Geh gleich los. Shampoodle gab es früher. So, dann wollen wir mal. Da habe ich gar keine Wahl. Macht sie einfach random. Süß. Du siehst umwerfend aus. Na, was sagst du zu deinem neuen Hairstyle? Ja, spitze, I guess. Freut mich. Diesen Hairstyle musst du dir für später merken. Soweit, so gut. Ach, jetzt kann ich den dann auch in Zukunft benutzen. Ja, okay. Das ist aber ganz süß. Weil in, für Nookmeilen konnte man sich ja schon 4 neue holen. Und dann kriege ich so halt einfach ein paar mehr und ich schätze mal nur einen pro Tag. Ja. So, welcher warst du denn nochmal? Komplett seriösen Kunsthändler, jawohl. Aber ich habe meine Sternis gar nicht dabei, muss ich mir gleich mal abheben. Ich habe auch schon ewig nicht mehr den Rübenmarkt oder so benutzt, weil... Wenn du erstmal so ein bisschen Geld hattest, dann gibt es dafür auch nicht so viel Verwendung. So, dann holen wir uns mal den seriösen Kunsthändler.
Es ist schade, dass Trude den Laden wieder schließt, sobald man alle Frisuren von ihr gelernt hat. Ach echt, kann man dann nicht mehr random zu ihr hingehen? Sagt sie dann wenigstens noch mal was Neues oder so? Aber ich meine, das gibt es an manchen Stellen im Spiel. Ich finde ja auch schade, dass bei den Ables die eine, nachdem man sie mal kennengelernt hat und nachdem man diese sehr süße erste Gesprächskette hinter sich hat, wo sie erst so schüchtern ist und so, aber danach kann man das auch sparen, mit ihr zu reden, weil sie dann auch nichts Neues mehr hat. So, dann kriegen wir morgen den seriösen Kunsthändler. Das ist so süß. Das sieht bestimmt auch sehr cute aus, wenn hier alles aufgebaut ist. Okay, dann haben wir jetzt die Sachen für Felder. Aufgepasst, Grünschnabel. Dann fliegen wir jetzt mal wieder zurück und dann können wir auch ja, komm. Ah, jetzt habe ich ihm, bei ihm nicht so richtig aufgepasst. Zum Thema Ankauf musst du wissen, dass Dodos Airlines seit kurzem mit Nux Laden zusammenarbeitet. Wir bieten dir exakt dieselben Konditionen wie die Verkaufskiste. Deine Sterne ist dann am nächsten Tag auf deinem Konto bei Nux Direct. Damit hätten wir noch eine neue Dienstleistung aufgeführt. Okay. Ich will einfach nur nach Hause, Udo. Tschüss. Ganz, ganz sicher. Und dann können wir uns mal Happy Home Paradise angucken. Ach ja. So, weil ich weiß noch nicht so ganz, wo ich meine Felder überhaupt hinstellen möchte. Ihr habt es ja gerade vielleicht einmal schon gesehen. Ich hatte so ein... Ich hatte hier links so einen Platz für meinen ganzen Halloween-Kram. Den habe ich jetzt halt schon wieder runtergenommen. Also deswegen gibt es auch so ein paar Lücken gerade. Hier auf diesem kleinen Platz war mein Halloween-Zeug. Und hier ist ja auch noch das Kürbisfeld. Aber das würde ich gerne auch nochmal umgestalten, weil jetzt passt es halt nicht mehr so richtig. Und dann jetzt mir halt überlegen, wo ich auch die anderen Felder hinpacke. Das weiß ich noch nicht. Das müssen wir jetzt auch nicht im Stream machen. Da können wir uns jetzt mal einfach nur den neuen Happy Home Paradise Kram angucken, würde ich sagen. Weil da bin ich schon sehr gespannt drauf. Da sollen ja auch diverse Elemente dann mit übertragen werden auf die Hauptinsel, gerade was so die Gestaltung angeht von den Häusern. Und ich habe ja gestern schon freigeschaltet, dass es diese Akzentwände gibt, dass man eine Wand anders gestalten kann als die anderen im Haus. Hast du alles, was du brauchst? Ja. Ab in die Luft mit dir. So, da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Schick. Das ist ja jetzt wirklich, als ob man ein neues Spiel startet. Hey Tom, lass doch mal hören. Bist du zum ersten Mal in dieser Ecke der Welt unterwegs? Hier gibt es einen Haufen kleiner Inselchen. Wunderhübsch und so. Tropisch bunt und süß. Und beim Thema bunt und süß, Tropenobst gibt es dort natürlich auch zuhauf. Jedenfalls kann man dort mal so richtig das Fahrwerk ausfahren und den Urlaub genießen. Ach so, bist ja der Arbeit wegen unterwegs, nicht zum Urlauben. Pardon. Dann schau dir einfach den Monitor vor dir an und versuch wenigstens hier an Bord zu relaxen. Das ist sehr niedlich. Mach mal ein bisschen lauter. Es ist schon ein bisschen strange, die Urlaubsatmo, wenn wir arbeiten gehen. Sogar mit eigenem Titlescreen. Das ist schön. Gibt dem Ganzen direkt so ein bisschen Gewicht, als würde man wirklich was Neues starten. Hier spricht euer Kapitän. In Kürze erreichen wir unser Ziel. Bitte bereit machen für die Landung. Ich glaube, das ist das Gleiche, was er sonst auch sagt, oder? Oh, so ein richtiger kleiner Ort hier. Was für ein hübsches Spiel Animal Crossing auch ist. Und das war gerade ein bisschen ungeschickt. Da ist einfach
Da ist er einfach in der Luft stehen geblieben. Das sah nicht so gut aus. Ich weiß nicht, ob das so sein sollte. Oh, das Elfchen. Oh mein Gott. Bono. Hallo, willkommen. Du musst unser Neuzugang sein, von dem Carlotta erzählt hat. Stimmt das? Stimmt. Na, ich bin froh, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ich bin Bono und arbeite mit Carlotta zusammen. Alle warten sie ja schon auf dich. Das Büro ist in der Nähe des Stegs, also gehen wir. Oh, ich will mit dem Boot fahren. Können wir... einen der Vögel fotografieren? Das müsste ja auch hier mitgehen. Jetzt so nach unten gehen. Ach, Mist. Ich kann leider nicht noch weiter nach unten. So. Oh, hier noch so ein Filter drüber. Oh! Guck doch mal! Mega süß. Wie nah kann ich ran? Vielleicht kriege ich ihn in der Luft quasi. Nee. Da hätte ich sehr viel schneller sein müssen. Wie hübsch das hier ist. Voll süß. Habe ich hier eine Map? Nee, für diese Insel scheinen meine Karten keine Daten zu haben. Vielleicht kriege ich die noch. Hier ist das Büro. Geh ruhig rein. Also bisher machen die ganzen neuen Sachen sehr guten Eindruck. Willkommen, ich habe dich schon erwartet, Tom. Und willkommen zurück, Bono. Vielen Dank für deine Unterstützung. Bono hast du ja bereits getroffen, deshalb will ich hier nochmal schnell den Rest des Teams vorstellen. Alle mal herhören, das hier ist Tom und er wird unsere Ferienhäuser einrichten. Wie schön, dass du uns künftig zur Hand gehst, Tom. Der eine klatscht gar nicht mit. Unser Bono hier freut sich schon sehr darauf, dich in alles einzuweisen. Das wird ein Spaß. Willkommen im Team, immer dran denken, wenn du irgendwas wissen willst, ich bin da, um zu helfen. Die Inseln in dieser Gegend kenne ich in- und auswendig. Stimmt, Bono ist unser Experte, wenn es um die Gegebenheiten vor Ort geht. Er kann dich direkt zu jeder Insel bringen, die dich interessiert. Ach, so viel Lob. Ich versuche auch mehr über Verkäufe und Immobilienbau zu lernen, also frag mich ruhig. Die kurze Pause gerade. Kommen wir nun zu Sigma. Er beschafft Möbel und kümmert sich um alles, was damit zu tun hat. Sigma sieht hervorragend aus. Es ist zum Beispiel für das Angebot an Möbeln und Souvenirs hier im Büro verantwortlich. Auch Mitarbeiter dürfen hier einkaufen, also sieh dich mal um. Vielleicht ist da was für dich dabei. Hallo. Oh, ist er schüchtern? Gut, damit werden wir vollzählig. Zu viert werden wir tolle Dinge vollbringen. Ich glaube an unser Team. Jawohl, ein Hoch aufs Team. Ja, er ist wirklich ein bisschen wortkarg, ne? Also dann, wieso probierst du nicht gleich mal deine Uniform an, Tom? Bei der Arbeit solltest du immer eine Uniform tragen. So steht es in unseren Richtlinien. Du findest sie im Spind in der Nähe des Spiegels, in unserem Pausenraum im ersten Stock. Spind in der Nähe des Spiegels. Besagten Spiegel sowie den Schrank dort darfst du natürlich ebenfalls nach Lust und Laune verwenden. Lass uns weiterreden, wenn du bereit bist. Okay. Das gucken wir uns doch direkt mal an. Oh. Oh, eine kleine Hängematte kriegen wir. Dass wir jetzt zur Arbeit gehen in Animal Crossing, finde ich irgendwie hervorragend. So, ich will aber direkt mal meine Standardfrisur wiederherstellen. Weil normalerweise, also hier sind übrigens, das hier sind glaube ich die vier neuen gewesen. Aber normalerweise habe ich die hier. So sieht der Charakter für mich richtig aus, weil ich das am meisten gewohnt bin. Sieht aus, als würde eine Menge in diese Kiste hineinpassen. So, wir sollen ja eigentlich an den Spind gehen. Das ist also mein Spind. Darin befindet sich meine Uniform für die Arbeit. Oh, diesen Spind kannst du nutzen, um Änderungen an deine Arbeitsoutfits vorzunehmen. Ach, ich kann das sogar selber bestimmen. Das ist ja drollig. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Darf ich das mitnehmen, alles? Ich will das alles mitnehmen. Würdet ihr so jemanden vertrauen, euer Zuhause einzurichten, Chat? Oder so jemanden? Hier so komplett rot. Ich bin eine Erdbeere und ich richte jetzt ihr Haus ein. Aber schade, dass es scheinbar nur diese zwei Oberteile gibt. Nee, ich finde das schon irgendwie lustig. Oder einfach nur eine Blume. Oder ein Sombrero. Oh, so ein ganz kleiner Hut, der auf einer meiner Haarspitzen drauf sitzt. Das sieht hervorragend aus. Also die Erdbeere ist schon so ein bisschen mein Favorit. Dass man sich das selbst aussucht, widerspricht ja eigentlich der Logik einer Uniform. Das ist sehr richtig. Es sei denn natürlich, das Spiel macht das so, Hakairo, dass jetzt alle das anziehen, was ich auch anhabe. Ich glaube, ich finde, das sieht sehr relaxed aus. Oh, jawohl. Oh no, es erneut, wir sinken auf der Vertrauenswürdigkeitsskala. Oh, oui, hallo. Das ist doch auch schön, so ein bisschen. Ja, auch hier. Nicht unbedingt jemand, dem ich mein Ferienhaus anvertrauen möchte. Nee, ich will nicht den Hut. Ich will schon den Hut. Obwohl, ich will, glaube ich, gar keinen Hut. So, selbst Socken kann ich mir... Oh, Charaktersocken. Ja, man sieht sie halt eh kaum. Ist, glaube ich, ein bisschen egal. So, dann Schüchchen. Hier so ein paar Tatzen. Nee, da können wir eigentlich schon die lassen. Oh, der ist ja süß. Brauchen wir einen Rucksack? Hier so ein... Das sieht doch kompetent aus, oder? So eine Werkzeugtasche? Ich glaube, eine Werkzeugtasche strahlt Kompetenz aus. Und hier, wir machen so ein paar Pflaster. Wir haben einfach schon viel durchgemacht. Ja, eigentlich müssen wir schon einen Hut nehmen. Eigentlich will ich schon einen Hut. Wir nehmen mal den ganz kleinen. So, das ist jetzt unsere Arbeitsuniform. Ich verbringe hier schon wieder viel zu viel Zeit. Animal Crossing Zeugenschutzprogramm. So. Guck mal. Eigentlich habe ich mich nur ihm angepasst. Sigma und ich. Gleicher Fashion-Style. Das ist aber schön, dass er einen so anlächelt, aber nichts sagt. Toll, diese Uniform steht dir ja super. Damit machst du eine echt gute Figur. Dankeschön, finde ich auch. Oh, du siehst ja richtig geschäftsmäßig aus. Sitzt perfekt, fantastisch. Nun, da du also unsere offizielle Uniform trägst, lässt es mich ganz offiziell sagen. Willkommen bei der Ferienhausagentur. Oh, hatte ich etwa vergessen, dir unseren Namen zu sagen. Wir sind die Ferienhausagentur. Klingt so richtig professionell, oder? Heißen die nicht im Englischen einfach Happy Home Designer? Mussten sie halt auch wahrscheinlich ein bisschen anpassen. Unser Ziel ist es, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihren Traum von einem Ferienhaus wahrzumachen. Damit uns das gelingt, müssen wir genau verstehen, was ihre Vorstellungen sind. Ich weiß einfach, dass du genau der Richtige dafür bist, Tom. Gut, ich denke, am besten lernt man durch Ausprobieren, also solltest du gleich loslegen. Komm ruhig zu mir, wann immer ich dir helfen kann. Doch denk dran, ich muss hier im Büro bleiben. Aber das ist kein Grund zur Beunruhigung. Bono unterstützt dich beim Kundenkontakt. Das lasse ich mir nicht nehmen. Also keine Sorge, ich werde die ganze Zeit bei dir sein. Du darfst mich sogar Boss nennen. Okay, Boss. Also wenn du magst, okay. Oder ich nenne dich Boss, so herum geht's auch. Das hat sich sehr schnell gewandelt. In Ordnung, jetzt fehlt uns nur noch die Kundschaft. Oh.
Willkommen. Frauke. Ach, was ist das doch für ein entzückendes kleines Büro. Ich hörte, dass man hier maßgeschneiderte Ferienhäuser in Auftrag geben kann. Stimmt, das stimmt doch. In der Tat, du bist hier genau richtig. Besprechen wir doch die Einzelheiten hier vorne am Schalter. Tatsächlich haben wir erst heute damit angefangen, Aufträge für Ferienhäuser anzunehmen. Welch glückliche Fügung. Nun, ich habe diese Insel schon oft besucht und verspüre jedes Mal ein angenehmes Gefühl der Gelöstheit. Die Atmosphäre hier sagt mir sehr zu. Weißt du, was ich meine? Daher denke ich, dass es ganz wundervoll wäre, meine eigene kleine Ferienoase zu besitzen. Es ist nur, ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich in der Sache vorgehen sollte. Tutu. Dafür sind wir ja da. Keine Sorge, wir tun unser Möglichstes, um deine Träume wahr werden zu lassen. Besprich einfach deine Wünsche mit Tom und wir beginnen sofort mit der Arbeit. Also dann setzen wir uns gleich an unseren neuen Besprechungstisch zusammen und legen los. Oh, Meeting. Direkt ein Meeting. Wir müssen einen Schlachtplan aufstellen. Oh, der Besprechungstisch ist draußen. Ah, die Brise hier ist wirklich entzückend. Ein volltrefflicher Ort, um über ein Ferienhaus zu sprechen. Beginnen wir also. Möchtest du erfahren, was mir vorschwebt? Ja, bitte, in allen Details. Lass bloß nichts aus. Hast du denn schon Ideen, wie du in deinem Ferienhaus deine Zeit verbringen wirst? Kann er nichts anderes mehr denken und ich habe sehr genaue Vorstellungen. Hier sind Einrichtungsstücke, auf die ich keinesfalls verzichten kann. Mein ideales Ferienhaus sehe so aus. Mein kleiner Lesesaal. Ah, okay, sie möchte sich zurücklehnen können und lesen können. Mein kleiner Lesesaal, das ist ein tolles Konzept. Unsere Kundin hat einen Traum, bitte erfülle ihn ihr, Tom. Ich mag auch sehr, wie der Vogel da links sitzt und einfach pickt und sich nicht stören lässt von uns. Und was den Ort angeht? Nun, ich hatte ein Auge auf eine ganz bestimmte Insel hier in der Nähe geworfen, und zwar... Oh ja, diese Insel! Für die nächsten Schritte solltet ihr euch direkt dorthin begeben. Viel Glück mit diesem Auftrag. Bono wird euch zu der Insel bringen, die von der Kundin ausgewählt wurde. Sobald ihr dort seid, kannst du sofort anfangen, im Ferienhaus zu arbeiten. Viel Erfolg! Let's go! Wir machen einen Killer-Lesesaal. Ich mag nicht, wie mich Frauke ansmirkt, ja. Ist so ein Dorfbewohner, würde ich schnell wieder loswerden wollen. Und da wären wir. Achtung, nicht stolpern. Hierbei handelt es sich also um mein neues Ferienhaus. Herrlich. Können wir einen Blick hineinwerfen? Na klar, gehen wir rein. Ist ein bisschen small. Aber man muss ja klein anfangen, ne? Es darf ja nicht gleich irgendwie 6 Räume sein, die man einrichten muss. Du liebe Güte, eine Lieferung? Was könnte das nur sein? Oh, richtig. Dabei handelt es sich um die Einrichtung, die du gewünscht hattest. Oh, das nenne ich Service. Ich habe die Bestellung gerade erst aufgegeben und da ist sie. Jetzt müssen wir nur noch einige Dinge vorbereiten. Wenn du dich daher ein bisschen gedulden würdest. Schmeiß sie raus, Bono. Also, Neuling. Neuling. Du sollst mich Boss nennen. Jetzt geht's los, die große Show. Kein Vertun, jetzt wird's ernst. Wie du hier sehen kannst, wird die Einrichtung des Kunden schon vor deinem Eintreffen geliefert. Du holst die Sachen mit A aus der Kiste und dann ist es an dir, dass jedes Teil seinen Platz findet. Doch bevor wir an die Arbeit gehen, sollten wir besprechen, was es alles zu beachten gibt. Zuerst wechselst du mit Lilp in den Einrichtungsmodus. In diesem Modus ist das Entwerfen von Räumen leicht wie ein Soufflé. Mit rechts kannst du die Items sehen, die du verwenden kannst, also nimm das, was dem Kunden gefallen wird. Plane, probiere aus und gestalte hin und her, bis alles passt. Wenn du zufrieden bist, geh zum Kunden und sag ihm, dass der Auftrag erledigt wurde. Habe ich noch was vergessen? Nee, ich glaube, das war alles. Kann Bono bitte bei mir auf der Insel einziehen? Also dann, Frauke, wir machen uns jetzt ans Werk, um deinen Traum zu verwirklichen. Ausgezeichnet, meinen herzlichen Dank. Ich harre dann mal gespannt der Fertigstellung meines Ferienhauses. Ich bleib in der Nähe, also lass mich wissen, wenn du Hilfe brauchst und jetzt zeig, was du kannst. Bleiben die hier drin stehen? Das ist ja awkward. Ich mag nicht, wenn man mir bei der Arbeit zuguckt. Raus. Tschüss. Bitte zur Seite. Es wird ernst. Ich finde es sehr süß, dass wir so ein kleines Dingsi dabei haben. So. Also so viel haben wir ja noch nicht, mit dem wir hier arbeiten können.
Was darf ich denn dazu tun? Tipps zur Einrichtungsauswahl. Beim Bearbeiten deiner Konzepte verwendest du von der Ferienhausagentur beschaffte Items. Im Auftrag kannst du einsehen, welche Einrichtungsgegenstände der Kunde bestellt hat. Verwende diese auf jeden Fall in deinem Konzept. Unter Auftrag werden auch weiterhin Objekte angezeigt, die vermutlich den Vorstellungen des Kunden entsprechen. Lass dich inspirieren. Okay. Ach so, das ist die Kategorie. Wir sind in der Kategorie Auftrag. Das heißt, das sind alles Items, die ihr vermutlich gefallen werden, inklusive ein Bild von ihr selbst. Und dann haben wir aber noch mehr darüber hinaus. Okay, dann bleibe ich aber erstmal bei Auftrag. Und dann können wir erstmal mit den Wänden anfangen. So, wir machen es natürlich warm. Wobei das eigentlich auch ganz süß ist. Aber ich glaube, das hier gefällt mir ein bisschen besser. Ja, das oder das. Ich mache es vielleicht mal noch dunkler. Dann könnte man noch einen Teppich hinzufügen. Was haben wir denn hier? Oder so einen gelben? Nee. Für den haben wir gerade keinen Platz mehr. Aber ich sehe den hier schon eher. Dann könnte man da nämlich so eine Leseecke draus machen. Wobei, nee, die machen wir eher beim Fenster. Wartet mal. So, wir machen das hier so. Nee, das muss schon in der Ecke. Sonst sieht das weird aus. So, man sitzt hier am Fenster. Kann dort ganz gemütlich lesen. Die hier sind einfach nur, da könnte man jetzt theoretisch sich noch einen Schrank holen. Was haben wir denn noch? Genau, hier so eine Kommode. Kann man die? Oh ja, man kann sogar... Oh! Oh, hervorragend. Man kann sogar hier noch sagen, dass man die individualisieren möchte. Dass ich sagen kann, ich möchte gerne die dunkle Variante davon. Jetzt habe ich versehentlich den Teppich eingesteckt. Dann stellt sich mir direkt die Frage, es wurden ja drei Items reingestellt, die sie auf jeden Fall haben will. Kann ich das auch? Jawohl. Oh, weil da mag ich nämlich die dunkle Variante mehr von. Dann kann ich das hier nämlich einstecken und dann können wir die Variante hier benutzen. Und dann können wir das mit dem Schaukelstuhl nämlich auch machen. Ja, dann nehmen wir den hier. Ach, schick. Wie gesagt, der steht hier am Fenster. Weil dann würde ich mal fast sagen, wir machen einfach so eine, weil ich ja gerade auch gesehen habe, wir können das mehrfach verwenden. Merkt er sich das? Nee, nein, ich muss hier immer einzeln reingehen. Dann machen wir hier einfach so eine ganze, ups, so eine ganze Wand an Bücherregal. Da passt doch noch eins hin, oder? Müssen wir mal ausprobieren. So. Ja, guck doch mal. Das hat auch was. Und dann kommt hier so an die Seite ein bisschen die Kommode. Vielleicht noch zusammen mit so einem Nachttisch. Versuchen wir natürlich alles einheitlich farblich zu machen. Man könnte hier sogar, ich meine, es ist ja ein Ferienhaus, also ich brauche eigentlich auch ein Bett. Westernbett. So. Könnte auch ein eigenes Design machen, aber ich nehme jetzt mal eins der vorgefertigten. Es soll ja ein Ort sein, an dem sie auch... Machen wir das so? Weiß ich noch nicht. Ich glaube, jetzt müsste man nochmal vielleicht an die Tapete und den Kram rangehen. Aber mal gucken, wie das wirkt. Das hier wirkt ein bisschen zu bieder. Das wirkt zu sehr nach Kerker. Das ist eigentlich ganz freundlich, aber ich glaube immer noch, dass das hier mit am besten passt. Nee, nee, nee. Das ist immer noch das Beste. Wieso? Wir hätten den hier theoretisch noch. Ist eigentlich auch ein bisschen... Ja, was? Doch, ich mag eigentlich den Kontrast, den Hell-Dunkel-Kontrast, der hier gemacht wird. Erzherzog, vielen Dank.
Wenn du über ein Möbelstück hoverst, kannst du es, glaube ich, auch kopieren. Ja, genau. Stimmt, so hätten wir das gerade machen können mit dem Bücherregal. Danke, Sam. So, und man könnte ihr theoretisch hier noch so Sachen hinstellen. Aber ich glaube, theoretisch, so der Auftrag wäre ja jetzt schon erfüllt, ne? Weil wir haben ja die Sachen schon drin, die drin sein sollen. Ach, seht, da können wir auch mal eine der neuen Hängelampen benutzen. Was haben wir hier für Varianten? Oh. Oh, das Orange ist schön. So. Machen wir das mal zentral. Ja. So, dann fürs Ego. Noch so ein kleines Bild hier von ihr selbst. Und so eine Pinnwand ist eigentlich auch immer niedlich. Vielleicht mal ein bisschen blau. Ich mag diese Customizing-Option immer sehr gerne in dem Spiel. So. Das kommt dahin. Da kann man sich ja noch was anbringen. Hier Poster im Rahmen. Genau. Was nehmen wir da? Was nach Urlaub aussieht. Oh, schön. Das ist weird. Ach, keine Ahnung. Nehmen wir das. Sieht irgendwie nach Werbung aus. Packen wir jetzt einfach mal random hier hin. Und die hier machen wir auch mal eins nach links. Das ist ein bisschen zentrierter. Hier wünschte ich, jetzt wünschte ich, dass ich den hier diagonal hinstellen könnte. Wisst ihr? Aber ich meine, so passt auch. So, und dann könnten wir doch eigentlich auch mal die... Ach Gott, wie ging das jetzt nochmal? Seht ihr, das habe ich jetzt selber noch nicht gemacht. Aber jetzt würde ich gerne mal diese Akzentwände probieren. Hier, Kontrasttapete. There we go. Hat er automatisch dann die eine... Wie genau hat er das jetzt festgestellt, welche ich da machen möchte? Wobei, das sieht auch weird aus, oder? Macht er es einfach immer auf die ich zeige? Ja, okay. Na gut, aber ich glaube, hier habe ich dann nicht die... Beziehungsweise, wartet mal, vielleicht... Ja doch, hier haben wir ja noch viel mehr. Können wir es eventuell damit machen? Hier so, so eine Schlosswand. Als Kontrast. Oder einfach nur gelb. Oder orange. Ah ne, es sieht irgendwie weird aus. Ich meine, das hier finde ich eigentlich noch fast ganz lustig. Na, wir lassen es einfach mal so. Dann könnte man da oben theoretisch auch noch irgendwas nochmal Bildermäßiges hinhängen. Oder so ein paar Pflanzen, genau. Die könnte man da ranbringen. So, schmeiß hier einfach mal ein paar Sachen ran. Und dann einfach für die Symmetrie. Das ist doch ganz cute. Oder? Könnte schlimmer sein. Seid doch mal ehrlich. Man könnte natürlich noch viel mehr Stuff hinlegen. Aber ich glaube, fürs Erste kann das erstmal reichen. So. Wie ist denn der Status, was den Fortschritt an meinem Ferienhaus betrifft? Es ist fertig. Helvetion, vielen Dank fürs Abo. Dein Werk gelang, ich bin dir zu größter Dankbarkeit verpflichtet. Heißt das, es gefällt? Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Bewertung ausfällt. Oh! Direkt mal screenshotten. Oh, das ist ja süß inszeniert.
dass man sie da jetzt noch ein bisschen drin sieht. Eigentlich müsste sie gleich noch da sitzen und lesen. Oh ja, sie nimmt sich ein Buch. Sieht auch ein bisschen verloren aus. Oh, sie freut sich. Da wäre sie gerade zum Schaukelstuhl gegangen. Oh, ist das süß. Sieht genauso aus, wie ich es mir vorgestellt hatte. Nein, besser noch. War das in Happy Home Designer auch schon so? Ich habe das hier ja... Ich habe das ein bisschen gespielt, aber es ist jetzt schon wieder so lange her. Weil das ja auch so ähnlich funktioniert. Hier steht ja auch, trifft den individuellen Geschmack deiner Kunden mit der perfekten Einrichtung. Aber ich weiß nicht mehr, ob sie das auch so inszeniert haben. Da ist es zu lange her. Tom, ich danke dir von Herzen. Sieh mal eine an, dein erster Auftrag war direkt ein voller Erfolg. Also wäre es auch ein voller Erfolg, wenn ich einfach nur die drei Items reingestellt hätte und ich mache beenden und fertig? Das fände ich auch sehr lustig, wenn die in so einem kahlen Zimmer stehen, wo einfach nur sehr lieblos die drei Items hingestellt wurden und es kommt trotzdem diese Inszenierung, wie sie sich so voll freut. Müsste man eigentlich mal ausprobieren. Aber wurde garantiert auch schon ausprobiert. Das ist ein sehr süßes Lade-Icon. Willkommen zurück. Also, wie war dein erster Auftrag? Erzähl mir alles. Ich war etwas nervös. Mach dir keine Gedanken, das geht jedem so am ersten Tag. Als ich hier angefangen habe, war ich so nervös, dass ich mich kaum konzentrieren konnte. Die Kundin war begeistert. Ich bin richtig beeindruckt, wie professionell Tom das gehandhabt hat. Danke, Bruno. Zieh bitte auf meiner Insel ein. Das ist ja toll. Je mehr glücklich Kunden wir haben, umso mehr wird auch unser Geschäft wachsen. Wir können es noch weit bringen. Ich bin ja so froh, dass wir dich in unserem Team haben. Und danke für deine Hilfe, Bruno. Bei dir ist unser Neuzugang in den besten Händen. Ach, das gehört doch alles dazu. Aber danke für das Kompliment. Gut, ich kehre jetzt zum Steg zurück. Ich bin schon ganz gespannt auf unsere nächsten Kunden. Bist du bereit für mehr, Tom? Ja, seht ihr, gibt es ein Limit, wie viel ich am Tag machen kann? Wo werden eigentlich diese ganzen, hier rechts oben sehe ich gerade die Happy Home Designer Platte, die Plakette, die man immer bekommt. Ich würde gerne rausfinden, wo die gemacht werden. Eine letzte Sache noch, hier ist was für dich, Tom. Oh, mein Lohn! Du dachtest doch nicht, dass du umsonst arbeitest, oder? Das hier hast du dir verdient. 6000 Pookie. Pookie Pookie? Ist das nicht ein Monster bei Monster Hunter? Keine Sternis? Kein Cash? Oh, das hätte ich doch erwähnen sollen, denn es ist wichtig. Auf den Inseln hier verwenden wir Pookie anstelle von Sternis als Währung. Zurück auf Nukt kannst du keine Pookie ausgeben und hier keine Sternis. Unser Angebot ist derzeit noch recht begrenzt, aber du findest hier sicher irgendwas, das dir gefällt. Ach, sogar mit eigener Anzeige. Danke nochmal für deine gute Arbeit. Sprich mich an, wenn du bereit für den nächsten Auftrag bist. Ich will mit Sigma quatschen. Was ist eigentlich Sigmas Job? Einfach hier den Laden zu hüten? Was ist das? Ach ja, hier erklärt er uns. Das sind Souvenirpralinen. Sie sind schokoladig und so lecker. Immer ein tolles Geschenk. Ein Karton Souvenirpralinen kostet 800 Poki. Aber wenn ich mehrere kaufe, gibt es einen Rabatt. Okay, das kostet schon mal 800. Ich will mir erstmal angucken, was es sonst noch gibt. What's this? Ein Make-up-Täschchen kostet 900 Poki. Steht da, ob ich zuschlagen sollte? Ist das hier ein Item? Ein Schirm-Liegestuhl-Set kostet 4100 Poki. Aber ich glaube, ich hätte gerne die hier einmal. Das ist bestimmt ein gutes Geschenk für Dorfbewohner. Ich nehme auch gleich drei. Da sind sie. Ach, seht ihr, Chat, das kann ich euch auch mal zeigen. Ich habe mir bei Halloween natürlich den... Ach nee, shit, ich habe noch den alten Stab equipped. Mist, ich habe mir eigentlich einen Halloween-Stab gemacht. Aber ich habe hier meine Outfits voll. Wir können zum Beispiel auch als Pharao gehen. Und dann immer hinfallen. Ich weiß gar nicht, ob das... Funktioniert das indoors? Eigentlich fällt man ständig hin, wenn man das Ding hat. Finde ich sehr süß. Oder hier, ich habe ein Grease-Outfit. Hehe. Oder als Biker. Für mich immer das Akira aus Rival Schools Outfit. Ninja.
oder Faust aus Guilty Gear. Habe ich sehr viel Spaß mit. Finde ich sehr süß. So. Ich will mich mal draußen ein bisschen umgucken, bevor wir jetzt direkt den nächsten Auftrag machen. Ja, Forbo, das geht schnell wieder vorbei. Die sagen dir einmal, oh, schade, dass du nicht da warst, und dann geht's. Sam. Ich habe ein so schlechtes Gewissen, ich überlege, ob ich sie direkt alle umbringe und lösche. Die Tür scheint abgeschlossen zu sein. Wo kommen hier dann noch Sachen hin? Ach, die Musik. Oh. Er sieht ja super aus, Marlo. Hier in der Ecke haben wir alle ein Ferienhaus, was? Vielleicht sollte ich netter zu den Leuten sein. Der ein oder andere könnte bald mein Nachbar sein. So, so, so. Wenn man Zeit im Feriendomizil verbringt, kann man viel nachdenken und Erinnerungen schwelgen. Naja, es sind so viele Unschöne dabei, da kann man das Schwelgen schon mal weglassen. Oh je. Who hurt you? Zu Ferien im Allgemeinen kann ich gute Ratschläge erteilen, Kleiner. Pass gut auf. Am besten verbringt man Ferien, indem man möglichst viel Zeit verschwendet. Guter Tipp. Oh. Was hat der da? So eine Kokosnuss oder sowas? Leute mit Ferienhäusern können jeden Tag hierher kommen. Toll. Mittagessen hier, Abendessen da. Aber man bräuchte noch ein Frühstückshaus. Und ein Snackhaus. Nee, davon eher zwei. Oh. Wenn ich hier ein Ferienhaus hätte, könnte ich einfach spontan mal Urlaub machen. Das ist irgendwie ganz süß, dass hier auch random Bewohner auftauchen. Was für eine große Insel. Holy shit. Oh, hier kann man... Oh. Nee, dreh dich doch einmal um, Mann. Wartet. Das ist ja schön. Kann ich auch in den Fotomodus? Ach, guckt mal. Beautiful. Oh, hier müssen wir noch hochklettern können, oder? Jawohl! Ist das normales Unkraut? Nee. Leuchtmoos. Gib mir Leuchtmoos. Für zu Hause. Ja, hier geht es noch weiter hoch. Ich kann meine Werkzeuge hier, glaube ich, nicht auspacken. Nee. Ich kann nur das Leuchtmoos einstecken. Und hier ist... What the fuck? Stellt euch mal vor, wir wären jetzt irgendwohin teleportiert worden. Das ist aber cool, dass hier so alte Ruinen drauf sind auf der Insel. Und wir Leuchtmoos einstecken können. Kommen wir hier auch wieder runter? Oh, wie süß das hier aussieht. Ich schätze mal, hier kommen dann einfach immer mehr Leute hin. So dass das dann irgendwann richtig bevölkert ist. Aber es ist jetzt schon sehr süß. Ach, guck mal, hier ist sogar so eine richtige Leiter dran. Da freue ich mich auch schon, ein paar bei mir auf der Insel anzubringen. Das ist nämlich sehr angenehm. So, dann können wir uns ja nochmal den nächsten Auftrag anschauen. Aber das war jetzt nur ein kleines Häuschen. Aber das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Also das hat direkt Spaß gemacht. Auch mit dem kleinen Kaffee. Hey Tom, sag Bescheid, wenn du meine Hilfe benötigst. Bereit zum Arbeiten. Alles klar, dann zieh dir doch bitte deine Uniform an. Gut, dann kannst du ja gleich loslegen. Lass mich überlegen. Ich glaube, du weißt jetzt, wie man ein Ferienhaus designt. Als nächstes geht es um den Verkauf. Ich möchte, dass du außerhalb unseres Büros Interessenten für Ferienhäuser findest. Letztes Mal ist die Kundin zu uns ins Büro gekommen, aber darauf können wir uns nicht immer verlassen. Zum Glück jedoch sind alle unsere Mitarbeiter sehr talentiert und das gilt auch für dich. Darum möchte ich, dass du eines deiner Talente weiterentwickelst, und zwar dein Verkaufstalent. Du solltest anfangen, mit den Urlaubern auf der Insel zu sprechen und ihnen unsere Dienste anzubieten. Mach dir keine Sorgen, das ist nicht allzu schwer. Überzeuge sie einfach davon, dass sie was von uns wollen. Vertraue auf dich selbst und deine Intuition. Dann haben wir im Nu ein paar neue Aufträge. Viel Glück. Okay, ich versuch's.
Jetzt müssen wir noch selber Kunden suchen, ey. Holy shit. Oh. Oh, hallo, da bist du ja. Du fängst mit deinem nächsten Auftrag an, richtig? Bono wird dir unter die Arme greifen. Sieh mal da drüben. Besucher finden sich gern am Strand dort ein. Und wer könnte es ihnen auch verdenken? Sie sind den weiten Weg gekommen, es gefällt ihnen hier. Da denken sie bestimmt an ein Ferienhaus, oder? Blickst du ihnen in die Augen, ist es fast so, als könntest du ihre Gedanken lesen. Der Wunsch, sich an einem paradiesischen Ort zu entspannen, steht ihnen quasi ins Gesicht geschrieben. Also wenn du ins Geschäft kommen möchtest, sprich diese Leute einfach an. Ferienhäuser, Ferienhäuser. Zwei zum Preis von dreien, Ferienhäuser. Ich möchte im Urlaub wohnen wie ein großer Filmstar. Ich will Bambus um mich rum. Der macht mich schön müde. Okay. Weird. Ich will einen Ort für die Familie mit Kamin und so. Nee, ich glaube, wir nehmen den Mafia-Hamster hier. Ich glaube, der hat in seiner Vergangenheit irgendwas getan, was er verdrängen möchte. Also, die habe ich nie erwartet. Schon schmeichelhaft, dass die Ferienhausagentur ihren besten Mitarbeiter schickt. Wenn du etwas Zeit hast, könnten wir ja über Ferienhäuser quatschen oder so. Ja, reden wir drüber. Das wollte ich hören. Direkt und breit zum Loslegen. Das wird ein Spaß. So, so, so. Oh mein Gott, der sieht so furchtbar aus. Dieser Blick ist hilarious. Danke, dass du dir Zeit für mich nimmst. Ich weiß das so zu schätzen. So, so, so. Also, für mein Ferienhaus hatte ich mir Folgendes vorgestellt. Filmstar-Büro. Wow, Filmstar-Büro und dann ist es einfach nur ein stinknormaler Schreibtischstuhl, ein Schreibtisch und ein Telefon. Das ist dein Filmstar-Büro? Oh, dein Konzept gefällt mir gut. Gut, dann sollten wir als nächstes entscheiden, wo dein Ferienhaus stehen soll. Hast du schon Vorstellungen? Darüber habe ich lange nachgedacht und dann entschieden, dass ich mich nicht entscheiden kann. Außerdem habe ich entschieden, dass du das vielleicht für mich entscheiden musst. Ganz schön viele Entscheidungen. Na gut, dann werden wir eine geeignete Lage für dich aussuchen. Auf dieser Karte kannst du sehen, welche Grundstücke verfügbar sind. Wähle ein Grundstück, das du empfehlen möchtest und schlage es vor. Ach schön, das können wir auch selber machen. Jede der kleinen Inseln in diesem Gebiet verfügt über ganz spezifische Eigenheiten. Generell ist es möglich, durch Drücken von X die Jahreszeit zu ändern. Auch kannst du pro Insel mehrere Ferienhäuser errichten. Also okay, aber nicht von dem, wo wir sind. Ach so, hier, Herbst, Winter, beste Jahreszeit, Sommer. Also es gibt quasi eine beste Jahreszeit für die Art von Büro, die er haben will, nehme ich mal stark an. Ferienhaus, nicht Büro. Ach so, und hier ist sie schon drauf. Okay, könnte ich aber auch einfach hier sagen, dass ich eines der Häuser hier beziehen möchte? Nee, ich muss schon woanders hin. Vielleicht hier an so einen herbstlichen Ort? Ach, aber hier kann ich auch die Jahreszeit ändern. Witzig. Weil hier steht, ach so, die beste Jahreszeit für die jeweilige Insel, nicht für das Filmstar-Büro. Davon scheint es dann nicht abhängig zu sein. Okay. Ach, wie süß die aussehen, die einzelnen Orte. Hier nochmal so auf einer Insel. Oh mein Gott, ja, hier abgeschieden. Auf ein bisschen Vulkanfels. Oder im Schnee. Och, sehen die alle süß aus. Auf so einer Insel hier hätte ich einfach Angst, dass mein Haus irgendwann nicht mehr existiert. Nee, ich finde aber mal so ein Herbstding. Das hier finde ich eigentlich ganz schön. Wir gehen mal hier hin. Das ist gar nicht schlecht. Wenn möglich, würde ich mir das gerne mal aus der Nähe ansehen. So, so, so. Gut, dann musst du das Grundstück aufsuchen und vor Ort mit den nächsten Schritten fortfahren. Nimm den Kunden am besten gleich mit dorthin, Tom. Wie ich dich kenne, wirst du sicher eine Meisterleistung vollbringen. Let's go! Filmstar-Büro. Weißt du, ich hatte ja meine Zweifel, aber jetzt, wo ich es selbst gesehen habe, das absolute Extraklasse. Der Standort ist also angenehm. Das ist großartig, Tom.
Also schön, ich warte hier so lange auf dich, bis du fertig bist. Falls es nicht so gut laufen sollte, frag mich einfach um Rat. Aber keine Sorge, du schaffst das schon. Wenn du auch den Garten anlegen möchtest, geht das ebenfalls über den Einrichtungsmodus unter nach unten drücken. Probier es doch einfach mal aus, falls du eine Idee für den Gartengestaltung hast. Ich lasse dich dann mal in Ruhe weitermachen. Gutes Gelingen. Man könnte jetzt quasi hier schon Außenanlagen dekorieren. Zäune bauen, Wege anlegen mit Plus, Tageszeit und Wetter anpassen, Jahreszeit ändern, Möbel oder Pflanzen platzieren. Ach, wir können jetzt noch die Jahreszeit ändern, krass. Neugestaltung von Infrastruktur. Platziere den Zeiger auf Häusern, Brücken und Aufgängen und drücke dann X, um ihr Aussehen zu ändern. What? What? Das ist ja cool. Oh mein Gott. Okay, was sieht am ehesten nach Filmstar aus? Oh, hier, das hier, oder? Wir nehmen mal das hier. So, dann können wir es ja noch weiter individualisieren. Nee, ich mag eigentlich die Ziegel ganz gern. Ja, vielleicht so ein bisschen Kontrast. Boah. Cool. Ja, oder hier halt so hölzern. Das mag ich eigentlich auch. Was für ein schönes Gelb. Das passt halt sehr zu den Herbstfarben. Aber vielleicht dann fast noch eine andere Dachfarbe. So wirklich einfach ein Orange. Ne, alles Gelb sieht ein bisschen komisch aus. Oder halt ein bisschen dunkler. Diese Art von Dach mag ich einfach nicht so, aber ich glaube, das Rot passt eigentlich schon. Grün hätte auch was. Lila ist ein bisschen weird. Ne, ich glaube, wir machen es mal so. So, dann können wir die Tür noch einstellen. Das ist ja cool, wie sehr man hier ins Detail gehen kann. Hier so fancy. Ne, es ist ja so ein Feriendings. Da reicht eigentlich so eine relativ reguläre Tür. Und noch ein Kranz. Welcome. Nee, sieht ohne ganz gut aus. Hat ja schon die Deko am Fenster. Oh, dann können wir das ganze Ding. Boah. Ich meine, es passt halt nirgendwo anders hin, aber. Was könnte ich jetzt hier? Das kann ich zwar auswählen. Ach doch. Oh, ich kann auch wirklich die Art von Aufgang ändern. Cool. Machen wir das mal so. Dann kann ich bestimmt den Zaun doch auch nochmal ändern, oder? Nee. Na gut. Kann ich den Baum ändern? Oh! Wir können ihn wachsen und wieder kleiner werden lassen. Das ist ja süß. Aber wir können ihn kopieren. Wir können quasi noch mehr Bäume hinstellen. So, hier kann ja einfach nur so ein Baumstumpf sein. Und dann vielleicht hier vorne noch so ein kleiner Baum. Wirklich so ein bisschen kleiner. Ja, obwohl. Ich mache immer noch nicht so ganz groß. So. Das ist ja super. Okay, dann gehen wir mal rein. Diese Rampe sieht tödlich aus. Jetzt übertreibt man nicht. So, was hatte er? Er hatte den Schreibtischstuhl, den Schreibtisch und das Ding. Das ist eigenartig wenig und es ist wieder ein sehr kleines Haus. Also doch nicht mehrere Stockwerke und so. Ach, und ich kann auch direkt hier sagen, ich kann es individualisieren, wenn ich einfach direkt X drücke. Aber wir können das ja so machen wie so ein Empfang. Hier so. Die Leute kommen quasi zu ihm. Ich glaube, er will sich wichtig fühlen. Ich glaube, das ist so das Ding. Das ist die Essenz, die wir einfangen müssen.
Ja, auch mit einem Bild und so von ihm. Ja, das wird sehr relevant. Erstmal. Ja. Oh. Nee, wisst ihr, was ich mir vorstellen kann? Dass man das. Ups. Dass man das so macht. So, aber für den Rest. Vielleicht die Bücher? Oder die. Oh, nee, das mag ich auch. Das dann als Akzent zu benutzen. Ja, wie so ein Late-Night-Set. Ja, das mag ich. Genau, und dann so ein. Der Boden reicht, glaube ich, wenn er so ein bisschen dunkler ist. So, dann natürlich ganz wichtig. Es muss direkt klar sein, um wen es hier geht. Oh, ups. Ich glaube, das würde ihm gefallen, oder? So, und so, was können wir noch für Items machen? So ein Deckenventilator finde ich sehr schön. Ja, da, guck mal, da wird doch eine gewisse, da merkt man direkt, wie wichtig er ist. Er hat hier auch seine Anzüge stehen auf der einen Seite. Ist natürlich ein Hamster von Welt. Und Klasse. Und. Oh, schwarzer Edelteppich. Oh, jawohl. Ja, guck mal. Und Fedora hat er natürlich auch. Dann ein Hamster, der was auf sich hält, der trägt auch Fedora. Und. Was können wir ihm noch geben? Einfach nur Goldbarren. So random Goldbarren. Oh, so eine Antikstanduhr, aber die muss dann ein bisschen dunkler sein. Ja, genau. Ja. Naja, obwohl, machen wir mal hier hin. So, vielleicht da auch noch irgendeine Art von Kommode. Asienkommode. Nee, eine Pokalvitrine auf jeden Fall. Seine ganzen Errungenschaften werden hier natürlich ausgestellt. So, selbstverständlich. Das ist schon mal sehr schön. Das hat sehr viel Schönes. Ein Luxuswagen? What the fuck? Also, den würde ich gerne draußen hinstellen. Kann ich den draußen hinstellen? Das müssen wir gleich mal ausprobieren. Oh, diesen Sekretär finde ich super. Den habe ich ja bei mir zu Hause auch. So. Also von so Filmanleihen ist hier jetzt noch relativ wenig drin, deswegen machen wir mal noch einen Scheinwerfer. Und eine Kamera, die dann auf ihn gerichtet ist. Aber gibt es hier nur die... Nee, guck mal, es gibt auch den Filmprojektor. Aber keine andere Kamera. Nee, dann nehmen wir halt die hier. Weil er wird hier natürlich gefilmt. So. Ich muss aber sagen, das ist jetzt ein bisschen oppressive, die Kommode hier. Die passt mir dann doch nicht mehr so ganz rein. Das wird zu viel. Es wird klattert. Und ich meine, ich habe gerade die ganzen... die... Machen einfach den Sekretär hier. Ich habe gerade die ganzen Bilder da an die Wand gehängt, also kein Wunder, dass das zu viel nach zu viel aussieht, aber so. Er ist im Fokus. Um ihn dreht sich alles. Das muss deutlich klar werden.
Ja, so eine kleine Pflanze kann natürlich auch noch in so ein bisschen einen Touch grün. Kommt hier in die Ecke. So, wenn das nicht nach Filmstar schreit, dann weiß ich auch nicht. Ich würde fast sagen, wir nehmen mal hier vielleicht eine Reihe wieder weg. Und lassen mal nur die Reihen in der Mitte übrig. Ja, das mag ich ein bisschen mehr. Dann sieht das auch aus, als wäre da so ein Rahmen drum. Ist das links neben dem Gold eigentlich Koks? Was? Ist eine Geldscheinpyramide. Oh mein Gott, ja, die hat er hier auf seinem Schreibtisch. Scarface. Oh, so ein Alukoffer. Alukoffer scheint auch wichtig. Aber den kann ich ja leider nirgendwo. Schade, dass man den nicht hinstellen kann. Der kann nur so da liegen. Nee, da mag ich das nicht. Vielleicht noch ein paar Sachen, die man an die Wände packen kann. So irgendwelche Bilder? Ja, obwohl. Nee, ich glaube, ich bin schon ganz zufrieden. Ich glaube, ich bin schon ganz zufrieden hiermit. Das müsste dem doch schon gefallen, oder, Chat? Weil ich meine, seine drei Items sind ja sowieso drin. Okay. Obwohl, nee, warte. Nee, ich benötige noch Zeit. Ich will noch draußen gucken, ob ich das Auto hinstellen kann. Oder vielleicht können wir noch mehrere Autos hinstellen. Vielleicht können wir das Auto sogar individualisieren. Das müssen wir alles noch klären, Chat. Ja! Oh mein Gott, wo war das Auto? Hier. Hier ist nicht genug Platz. Hier ist nicht genug Platz. Was? So ein Quatsch? Okay, warte. Wir müssen die Bäume müssen doch weg. Warum kann ich den Zaun hier nicht wegmachen? Der Zaun stört. Weg mit den Bäumen. Wir brauchen Platz für die Autos. Yes. So, und dann können wir sie nämlich noch... Oh, ja, Gold. Oh mein Gott, ist das hässlich. Sein Fuhrpark muss doch auch hier etabliert werden. Warum kann ich das denn nicht? Das nimmt ein Slot zu viel ein, ne? Deswegen passt das da nicht rein. Hat einen hier. Hat einen hier. Könnte ich da jetzt irgendwie noch was drunter legen, dass das aussieht wie so Parkgarage? Grabstein. Das findet er voll geil, den Grabstein. Hier, das ist vom vorherigen Bewohner. Oh, den kann man ja auch individualisieren. Ja, hier ist schon so bemoost, schon heruntergekommen. Da könnte ich da auch einfach nur Blumen... Ja, da könnte man so ein paar Sachen auch wachsen lassen. Oh, jawohl. Bisschen ranken. Und hier das Unkraut machen wir hier so ums Grab herum. Ach Mist, das passt gar nicht. Einfach um deutlich zu machen, dass es jetzt nicht so gepflegt. So. Hier so eine Ranke hin. Hier so eine Ranke hin. Ja, das hat viel Schönes. Kann ich die... Haben die noch Varianten, die Ranken? Ach ja, so ein bisschen. Ja, das ist ganz schön. So, dann stehen da natürlich seine Autos. Aber ich glaube, ich mache das mal doch hier hin. Beziehungsweise ich würde es gerne einmal drehen. Ach, come on. So. Das steht hier. Dann kann man das nämlich auch hinstellen, ohne dass das so weird aussieht.
Hier hinten vielleicht noch so ein Stein als kleiner Akzent. Was können wir noch machen? Aber ich glaube, da steckt jetzt schon viel Schönes drin, Chat. Das Haus komplett schwarz oder dunkelbraun wäre super zum Grabstein. Ja, jetzt ist es ein bisschen zu hell, ne? Das stimmt. Oder vielleicht machen wir so einen Schwarz-Weiß-Kontrast. Aber es gibt leider kein richtig helles, weißes Dach. Oder so ein Gemäuer. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Das gibt es jetzt noch als Holz, aber ich glaube, da finde ich das Gemäuer fast passender. So. Oder? Okay. Also, ich merke direkt, Chat, wie ich hier sehr viel mehr Zeit noch mit verbringen könnte. Weil das macht mir sehr viel Spaß. Wie sieht's aus mit meinem Ferienhaus? Ist es fertig? Jopp. Ich bin so aufgeregt, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Muss alles genau unter die Lupe nehmen. Gott, der Typ ist ja hervorragend. Ich hoffe, er zieht nie auf meine Insel. Aber er ist hervorragend. Mann, Filmstar-Büro. Jetzt guckt er sich erstmal um. Oh ja. Oh, hier ja. Der Unfall meiner Frau, hier ist noch das Grab. Der hat so einen schlimmen Blick. Aber schade, jetzt sehen wir es nur von außen. Hat er gerade einen Donut rausgeholt? Moment, Ferien und du richtest es ihm im Stile seines Jobs ein? Er hat es so gewollt. Er hat es so gewollt. Ich glaube, sein echter Job ist was sehr anderes, sehr viel weniger Legitimes. Du hast so viel Arbeit in mein Ferienhaus gesteckt, Tom. Das bedeutet mir wirklich viel. Das sieht so toll aus. Hey, lass uns ein paar Fotos für die Nachwelt machen, bevor ich es einsaue. Kann ich auch Nein sagen? Du kannst die Kamera-App deines Nook-Phones verwenden, aber du bist technikerfahren und weißt das, hm? Apropos Kamera, wir haben auch ein Konzeptportfolio, in dem wir Bilder von fertigen Projekten präsentieren. Wäre es in Ordnung für dich, wenn wir dein Bild dafür verwenden? Klingt großartig. Wenn du meinst, dass mein Haus sich gut als Werbung macht, werde ich nicht Nein sagen. Toll, vielen Dank. Gut, dann schieße ich ein paar Bilder. Dann schießt du ein paar Bilder, die was hermachen, Tom. Wenn dir ein richtig gutes Foto gelingt, schließe die Kamera-App kurz und zeig das Bild dem Kunden. Pass auf, dass du nicht versehentlich erneut den Auslöser betätigst und dein Foto überschreibst. Gut, ich gehe wieder raus. Das ist nämlich eine gute Idee. Ich überlasse alles dir. Wenn du ein Foto gemacht hast, das du verwenden willst, lass es mich wissen, okay? Okay. Ändere Outfits mit Hilfe und bewege Charaktere mit Hilfe von... Witzig, hier kannst du die Kleidung aller Anwesenden ändern. Wähle jemanden außer dir aus und drücke Y, um in den Partner-Look-Modus zu gelangen. Jemand anderem das gleiche Outfit zu geben. Yes. ist das doof. Okay, und dann können wir die Leute noch platzieren. Kann ich ihn auch aufs Dings setzen? Jawohl. So, ich will gar nicht stattfinden. Charaktere anzeigen oder verbergen? Ja, ja, ja. Drückst du erneut auf hin, kannst du deine Auswahl ändern. Während du einen Joy-Con waagerecht hältst, ist dein Verbergen nicht möglich. Oh mein Gott. Nee, ich wollte gar keinen. Obwohl. Schade, dass ich nicht... Obwohl doch, ich kann neigen. Hier ein bisschen darstellen, dass das falsch ist, was wir hier machen.
So, perfektes Portfolio-Foto. Jetzt warte mal, hast du schon ein gutes Foto machen können? Jawohl. Was sagt man dazu? Yep, du hast den Charme meiner Hütte gut eingefangen. Klasse, Kleiner. Oh, übrigens, danke nochmal für deine Hilfe beim Einrichten. Werd dir sicher sehr glücklich sein. Oh, er hat gesagt, er will's einsauen, Chat. Das finde ich nicht gut. Willkommen zurück. Wie ist es denn gelaufen? Prima. Der Kunde war vom Ergebnis sehr angetan. Wie schön, dass man sich auf deine gute Arbeit verlassen kann. Nur weiter so, Tom. Hier, das sind 6000 Pugi, die du für diesen Auftrag verdient hast. Nice. Zeig Carlotta doch mal das Foto, das du geschossen hast. Ist das etwa das Ferienhaus von deinem letzten Auftrag? Klasse, das ist dir richtig gut gelungen. Der Kunde war mit der Operation Fotoshooting sogar einverstanden. Außerdem ist es okay, wenn wir ein Foto in unserem Konzeptportfolio veröffentlichen wollen. Oh, wirklich? Das ist ja toll. Ich verwende eine App, um die Informationen über die von uns realisierten Projekte zu verwalten. Wenn wir Fotos haben, sieht man gleich auf den ersten Blick, welches Ferienhaus wie aufgebaut ist. Probieren wir es doch einmal aus. Wenn du dein Nook-Phone herausholst, schicke ich dir gleich die App. Noch eine App. Oh, ist ja ein süßes Icon. Hier, bitteschön. Mit der NDSH-App kannst du dir jederzeit Informationen zu den Häusern ansehen, die du gebaut hast. Könnte ich das Foto bekommen, das du aufgenommen hast? Dann werde ich es gleich hinzufügen. Filmstar-Büro, eindeutig. Das hat funktioniert und ich finde, dass dieses Haus wirklich gelungen ist. Ich denke, wir werden die Fotos in dieser App nutzen, um die Konzepte der Ferienhausagentur zu bewerben. Also denk bei deiner Arbeit an den Ferienhäusern unbedingt auch daran, Fotos hinzuzufügen, in Ordnung? Und vielen Dank für deine Unterstützung. Und irgendwie kann man das ja dann auch noch für die eigenen Dorfbewohner machen? In Ordnung, möchtest du für heute Schluss machen oder lieber noch etwas länger arbeiten? Wir machen erstmal Schluss. Alles klar, schönen Feierabend. Könnte ich jetzt trotzdem wieder hingehen und sagen, ich will weitermachen? Ja, okay. Ich mach Pause. Ich schätze mal, hier gibt es noch den gleichen Stuff, ja. Kommst du gut mit deinem neuen Job zurecht? Oh, mehr sagt er nicht. Aber das ist, also die ganze Aufmachung ist so sympathisch sofort. Und es ist halt ganz schön, die Sachen einzurichten, so unabhängig von der eigenen Insel auch mal. Und ich mag auch dieses Vorgeben von so leichten Themes. Das hat mir bei Happy Home Designer auch schon Spaß gemacht. So. Hey, du bist aus Nook, stimmt's? Gibt's da wirklich... Ach, bitte vergiss es. What? Was gibt's da wirklich? Hast du dich mit der Insel hier angefreundet? Ich glaube nämlich, sie hat dich schon richtig lieb, ha? Das hast du doch schon mal gesagt. Harveys Insel ist nämlich jetzt ganz bequem, per Direktflug zu erreichen. Danke, dass du mit Dodos Airlines fliegst. Immer eine gute Wahl. Gut, dann mache ich mal eine Ansage, was du jetzt vorhast. Oh, witzig. Wir müssen nicht erst zurück. Also haben sie hier doch so ein bisschen Komfort hinzugefügt. Kann man Sigma daten. Ich hätte Sigma auch gerne auf meiner Insel. Und Bono auch. So, ich wollte jetzt nochmal mit Blathers sprechen, mit Eugen. Wegen Kofi, beziehungsweise Brewster. Ach, stimmt. Ah, wieder vergessen, dass es so furchtbar regnet heute. Das ist zu sehr an der Erfahrung von gestern, wo ich zum Regen, im Regen zur Arbeit hingegangen und im Regen auch wieder von der Arbeit nach Hause gegangen bin. Klitschnass. Trotz Schirm. Huch! Ui, ich bitte um Pardon. Oh, Sie suchen immer noch einen gewissen Kaffeekenner der Columbidae-Gattung? Ich meine natürlich Kofi. Hab ihn gefunden. Hut ab! Das freut mich zu hören. Also hat er etwas gesagt? Er sagte, verstanden. Oh, das sind ja ausgezeichnete Neuigkeiten. Ich bin ja so erleichtert. Kofi ist äußerst pünktlich und zuverlässig. Daher findet er bestimmt bald seinen Weg hierher. Das bedeutet allerdings,
Du liebe Güte, ich muss unverzüglich alles für seine Ankunft vorbereiten. Daher muss ich leider anlässlich des Umbaus morgen das Museum für alle Besucher schließen. Ach, deswegen haben wir dann übermorgen Kofi. Wenn alles wie geplant verläuft, können wir übermorgen wieder eröffnen, inklusive Kaffee. Es wäre mir eine Freude und eine Ehre, wenn Sie dann auf eine Tasse Kaffee hereinschauen würden. Das ist ja hervorragend. Also morgen ist das Museum zu. Ach, schön. Also ich liebe das Spiel ja schon so und ich glaube, diese Liebe wird nur noch größer mit dem, was sie hier gerade so alles hinzufügen. Ich würde sagen, jetzt zum Abschluss des Streams machen wir noch einmal das hier. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Im strömenden Regen. Mal sehen, wie viele kommen. Ich weiß auch gar nicht, ob das interaktiv ist oder muss ich hier irgendwas selber machen? Oh mein Gott, sie sind fast alle da. Anleitung zur Gruppendynastie. Es gibt zwei Steuerungsoptionen. Ach stimmt, man soll die ja selber machen. Du kannst dich entweder mit einem Joy-Con in der Hand selbst bewegen oder Knöpfe auf deinem Controller drücken. Die Bewegungssteuerung ist nur mit einem Joy-Con möglich. Tipps für die Gruppengymnastik. Zu Beginn der Gymnastik werden Anleitungen für die Bewegung oder Knopfeingaben angezeigt. Versuche den Anweisungen zu folgen, um dich im Einklang mit den anderen Teilnehmern zu bewegen. Verwende keinen Joy-Con als Controller. Die Gruppendynastik wird deshalb mit Knöpfen und Tasten gesteuert. Wie sie alle im strömenden Regen dastehen, oh mein Gott. Mach mal ein bisschen lauter. Oh. Arme hoch und wieder runter. Oh wow. Das ist jetzt Daumengymnastik, was man hier machen soll. Was ist das Game? Ein bisschen aus dem Rhythmus. Gerade nicht so richtig genommen. Ich glaube, es ist auch ein bisschen pointless mit dem Controller. Obwohl es sehr süß aussieht. Und einmal andersrum. Und jetzt habe ich schon wieder verpasst. Nee. Und wer macht wieder nicht mit, Nook zu beschäftigen mit Geld zählen? Ja, ich glaub's auch. Obwohl das interessant wäre, die wechseln doch bestimmt durch, oder? Dass wir dann noch andere bekommen? Yay! Herz allerliebst. Ich konnte gestern auch gar nicht bei Nepp und Stepp vorbeigucken, das mache ich jetzt nochmal. Oh, witzig, dass es dann aber auch einfach vorbei ist. Hier richtige Fighting-Game-Inputs. Oh, stell dir mal vor, du müsstest sie auch wirklich so schnell machen. Komm in Nooks Laden. Hier gibt's gar nichts Neues, wa? Ja, bei ihnen kann man auch nicht wirklich Gemüse kaufen. Das geht wohl wirklich nur bei den anderen. Oh, aber Rezepte. Basisrezepte. Gerne. Huch. Dann wollen wir mal die Rezepte auf der Nook-Phone hochladen. Die sind so drollig, die Nipp und Schlepp. Gibt es sonst noch was? Ist das hier eigentlich auch neu? Nee, Bastelbuch, Ideen für Basta. Okay. Die mal zumindest einmal angucken. Boah. Kann die ja, ich finde ja sehr lustig, dass die hier noch in herzhaft und süß unterteilt sind. Hier, weil ich kann ja jetzt Weizen anbauen. Zuckerrohr habe ich noch nicht. Wakame-Algen. Vollkornmehl, Mehl. Das ist schon ein bisschen verrückt. Ich bin auch erstaunt, wie gut die Sachen aussehen. Er zeigt das ja dann auch in die Kamera, wenn er eins gemacht hat.
Wir haben Karottenkuchen, Rotzucker-Cupcakes. Ach, schön. Ach, Chat. Ich glaube, ich brauche dieses Jahr kein anderes Spiel mehr. Frank Drabin, dankeschön. Hoher Besuch von der Polizei. So, dann soll es das für heute erstmal gewesen sein mit so einem ersten Blick auf ein paar der neuen Inhalte von Animal Crossing und Happy Home Paradise. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, Chat. Ich werde hiermit noch sehr viel Zeit verbringen, wahrscheinlich viel zu viel Zeit auf Kosten diverser anderer Spiele, aber dafür mag ich Animal Crossing ein bisschen zu sehr. Sam, danke für die Links. Patreon und Steady, könnt ihr uns unterstützen. Das hier war jetzt ein Bonus-Stream. Normalerweise sind wir am Mittwoch um 10.30 Uhr und am Donnerstag um 18 Uhr live. Und Empfehlung an dieser Stelle auch für den Stream von gestern. Da habe ich nämlich Unpacking vorgestellt, was ein ganz, ganz schönes Spiel ist. Wenn euch Animal Crossing Spaß macht mit dem Einrichten und so, dann wird euch Unpacking, glaube ich, auch Spaß machen. Nur, dass das dann noch so eine, auf eine, finde ich, sehr, sehr smarte Art und Weise eine Geschichte erzählt über die Charaktere, die dort umziehen. Ohne, dass du jemals die Charaktere siehst, habe ich dort im Stream vorgestellt. Könnt ihr euch mal anschauen. Und wir haben auch das neue Forza Horizon 5 gezeigt. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das sieht auch super aus. An dieser Stelle als kleine Empfehlung. Und ansonsten sehen wir uns dann in einem der nächsten Streams, würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt auf Twitter und Co. zu sehen, wie andere Leute ihre ganzen Ferienhäuser und sowas einrichten und was jetzt noch so alles an neuen Kram auf uns zukommt. Und bin bisher sehr happy mit dem, was ich sehe von den neuen Sachen, die wir hier in Animal Crossing machen können. Es tut mir jetzt ein bisschen leid, dass wir hier im Regen beenden müssen. Aber ich stelle mich hier jetzt einfach nochmal hin und mache hier Lippen. Sehr gut. Dann euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi.